kann man echt verrückt werden mit diesen Bettini-Motoren. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ich hatte euch ja letztens diese Story von diesem Transistor TIP 42C erzählt, ne? Dass ich damit versucht habe, einen Bettini-Motor zum Laufen zu bringen und da oszilliert er nur so vor sich hin, ne? Ihr seht, die Diode ist in diese Richtung eingebaut, ne? Also hier vorne ist der Strich dran an der Diode und geht dann bei mir auf den Minus. Ja, so, da oszilliert er. So, jetzt habe ich mir den hier zusammengebastelt, noch eine extra Wicklung drauf gemacht. Die Originalwicklungen parallel geschalten. Und ich habe dann auch partout nicht zum Laufen bekommen. Doch dann habe ich mich an Flo erinnert. Ja, Flo von zu viel von Flo's Dada, ne, den Kanal kennt er vielleicht auch. Er hat mich mal besucht und da haben wir versucht, seinen Bettini zum Laufen zu kriegen. Und irgendwann hat der Kerl einfach mal Plus und Minus vertauscht. Und dann ist er gelaufen. Ja, wie ihr seht, habe ich das bei mir jetzt auch mal gemacht. Ne? Plus geht jetzt hier, wo das Schwarze drankommt, rein. Und der Minus ist jetzt die andere Seite. Ja, auf einmal funktioniert er. Komischerweise. Oder, weiß nicht, soll das wirklich ein PNP-Transistor sein? Anstatt ein NPN? Muss ich nochmal gucken. Aber dann dürfte der ja auch nicht funktionieren, zumindest in Selbstoszillation gehen, oder?